Hallöchen, willkommen. Ich bin Lia. Willkommen auf meinem Kanal. Ein großes Dankeschön an die Community, die schon so lange bei mir ist, die schon so lange mit mir zusammen ist. Und ich danke euch für jedes Kommentar. Und für die, die neu sind, wenn euch der Content gefällt, danke ich euch natürlich auch fürs Teilen und fürs Kommentieren und für ein kleines Abonnement. Für kleine Orientierung, ich bin Lia. Ich bin ein Pleiades-Seder-Hybrid. Ich bin hier, um den Menschen zu helfen im Aufstiegsprozess. Und ich möchte einfach hier von meiner Perspektive berichten auf dieser Erde. auch wenn es für manche erstmal ein bisschen komisch vorkommt, mir ist bewusst, dass der menschliche Verstand in seiner Konstruktion, wie er aufgebaut ist, erstmal nur das den Menschen von mir übersetzen kann. Und darum lade ich euch ein, einmal gerne in meine Energien zu fühlen. Und ihr werdet spüren, dass das anders ist als die normalen Energien, die euch begegnen. Ich habe zum Beispiel viel Zeit, ich leite viele Kurse, ich mache viel Gespräche, ich arbeite mit Soul Family, ich arbeite mit Menschen, die bereit sind für meine Energien, die bereit sind, die in die Realitätsfabrik einzugehen und zu lernen, im Quantenfeld zu arbeiten oder zu channeln und andere Dinge, die weit über das hinausgehen, was in der spirituellen Welt bisher auf der Erde so vertreten ist. Also ich bringe hier tiefes Metaphysikwissen. Metaphysikwissen ist das Wissen über die Physik der 3D-Ebene, des Bewusstseins der 3D-Ebene hinaus und damit Meta, also hinter der, zwischen der Physik. Das, was ich lehre, ist etwas, was nicht mit dem menschlichen Verstand erstmal begriffen wird. Darum lade ich dann alle ein, die auch meine Videos anschauen, auch jetzt nach dem Content einfach mal, sich die Dinge 2-3 Mal anzuhören. Alles, was ich sage, alles, was ich spreche, ist nicht nur in Worten, sondern eben auch anhand meiner Natur, meiner Genetik. Wir aus den höheren Ebenen des Bewusstseins, wir teilen nicht nur Worte, sondern wir betten in die Worte Informationen ein, die teilweise bis zu 80-90% und teilweise auch sogar mehr Loadings haben als jetzt ein normales Hallo und wie geht's dir, sondern da packen wir so viel mehr Dinge rein, während wir Worte sprechen. Telepathie ist zum Beispiel etwas, was etwas einfacher ist, weil in der Telepathie ist es leichter zu steuern, wie viel Loadings in den Worten ist. Also hier die Multidimensionalität, diese große Codings werdet ihr mehr und mehr feststellen, jetzt auch in den nächsten Teilen von dem und von anderen Videos. Zurück zu den Themen, meine Arbeit mit dem Menschenkollektiv. Mir fällt immer wieder auf, dass das Bewusstsein des Menschen nur auf ein gewisses Spektrum gerichtet ist. Das heißt, ich sage mehrere Worte, mehrere Sätze und von dem, was ich sage, von dem, was ich hoffe, dass ankommt oder verarbeitet werden kann, ist es immer nur leider ein kleines Frequenzspektrum, ein ganz, ganz kleines Informationsspektrum, was von dem menschlichen Verstand wahrgenommen wird, gesprochen wird, weshalb es mich manchmal in die Verzweiflung bringt und ich lange Zeit nicht nachvollziehen konnte, warum die Menschen sagen, ich habe es verstanden, ich weiß, wie es geht. Und dann im Nachhinein merkt man, dass es nicht verstanden wird, dass es nicht angekommen ist, was mich dann nochmal zu näheren Nachforschungen gebracht hat, dass ich nochmal tiefer in das Kollektiv gegangen bin, tiefer in die Codings gegangen bin und eben auch nochmal hier über die Technik, die mir zur Verfügung steht, hier geschaut habe, woran liegt das denn? Und der Punkt ist, dass das Bewusstsein und auch überhaupt das Menschlichsein lediglich ein Bewusstseinszustand ist. Es gibt keine Ebenen von Dimensionen und von Dichten, weil ich bin auch ein Wesen, das in der fünfdimensionalen Ebene und darüber hinaus existiert, aber ich agiere trotzdem mit der vier- und dreidimensionalen Erde, aber auch mit 2D, 4D, wie ihr Menschen das jetzt sagt. Ich agiere auf vielen Ebenen und es ist ein Wahrnehmungsspektrum. Und das bringt mich immer wieder an diese Rückkopplung, dass wenn jemand sagt, ich habe es verstanden oder ich kann es nachvollziehen oder ich weiß, was du meinst, er immer nur aus seiner Perspektive weiß, was du meinst, aber nicht, was du meinst. Und
Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe euch hier nochmal ein bisschen mehr Verständnis, hoffentlich, so wie ich gelernt habe, mehr Verständnis für die Strukturen innerhalb der Psyche des Menschenkollektives auszubauen, dass ihr vielleicht auch mehr Mitgefühl habt mit den Leuten, die euch nicht verstehen, die nicht in der Lage sind, Brücken zu bilden. Der menschliche Verstand ist in der Lage, nur ein gewisses Spektrum von dem aufzunehmen, was ich sage. Und so ist es tatsächlich auch, wenn ihr spirituell erwacht seid, wenn ihr in der Lage seid, mehr wahrzunehmen und versucht, es einem Menschen zu erklären, was ihr wahrnehmt, der aber ein anderes Wahrnehmungsspektrum hat, also einen anderen Punkt von Fokus, einen anderen Punkt von Aufmerksamkeit hat. Dieser Mensch ist einfach schlicht und ergreifend nur in der Lage, das nachzuvollziehen und mit Logik zu versetzen, was innerhalb von seinem Bewusstseinsspektrum ist, was er übersetzen kann. Was dann dafür sorgt, dass ihr euch unverstanden fühlt oder dass manchmal sogar der Gedanke kommt, die Menschen sind dumm, die Menschen sind blöd, die Menschen haben es nicht kapiert. Buchstäblich ist es so, sie können es nicht, weil einfach der Bewusstseinszustand es nicht zulässt. Es gibt aus dieser Perspektive, und das ist das Wissen, was ich mit euch gerne wirklich teilen möchte und hoffe, dass sich das auch in euch settelt, es gibt keine dummen Menschen. Es gibt nur Menschen, die sich auf einem anderen Level der Wahrnehmung befinden. Es gibt Menschen, die sich einfach, die nicht zusammenfügen können, was ihr zusammenfügen könnt. Je mehr in der Lage ein Mensch ist, Brücken zu bilden und Dinge zusammenzufügen mit seinem Verstand, umso höher ist sein Bewusstseinslevel. Je mehr Parteien, je mehr Fragmente eines gesamten Bildes ein Mensch wahrnehmen kann, umso höher ist sein Bewusstsein. Man könnte fast sagen, wie tief kann ein Mensch in das Detail gehen von dem, was er sieht? Wie viel kann er im Detail wahrnehmen? Nicht nur mit seinem Verstand, nicht nur mit seinen Augen, nicht nur mit seinem Gehör, sondern auch mit seinen siebten Sinn oder darüber hinaus. Oder schafft der Mensch es sogar noch weitere Sinne auszubilden? Und das ist das, was letzten Endes einen Menschen definiert oder das Menschsein definiert. Was wiederum inkludiert, dass all die, die aufgewacht sind, die bereit sind, mehr wahrzunehmen, die sensitiv sind, die spüren und fühlen können, verlieren mehr und mehr die Definition des Menschseins. Für uns aus den höheren Ebenen und auch für aus dem kosmischen Blickwinkel, zum Beispiel 5D. Ich muss jetzt hier nochmal die Terminologie nutzen, damit ihr mitkommt, ungefähr wisst, wo ich mich befinde. 5D ist immer noch eine physische Ebene, aber hat ein weiteres Bewusstseinsspektrum, eine weitere Wahrnehmung. Wenn wir zum Beispiel von meinem Team sprechen, von den Pleiades, die physisch auf den Schiffen im niederen oder höheren Erdorbit sich befinden, oder Mitgliedern der Föderation, ist es so, sie definieren euch als die Rasse Mensch. Sie definieren euch als das Menschsein. Ich definiere euch nur so lange als Mensch, wie ihr ein Bewusstseinsspektrum der dritten Ebene oder mittlere bis höhere vierte Ebene inkludiert. Das, was ihr wahrnehmen könnt, lässt euch Mensch sein. Weil in dem Moment, wenn Leute von euch, die sich als Mensch definiert haben oder die von der Föderation als Mensch definiert wurden, zum Beispiel von der Erde weggebracht werden, über eine gewisse Zeit lang in Schiffen oder mit Crewmitgliedern verbringen. Und ja, es gibt Menschen, die wurden auch schon von uns von der Erde abgeholt, wurden auch auf Schiffe gebracht, wurden auch auf andere Planeten gebracht. Das ist ein Standardverfahren. Das ist nichts, was neu ist. Seit Jahren findet das statt und wird auch weiterhin stattfinden. Diese Menschen entwickeln ein vollgenetisches Spektrum. Diese Menschen entwickeln 24 Chromosome wieder und 12 Stränge in der Genetik und werden wieder zu einer Lyra-Rasse. Und wenn mehr zum Beispiel Pleiade-Genetik dominant wird, weil sie zum Beispiel viel Zeit mit den Pleiades verbringen, wird auch hier dann sozusagen die Definition von Menschsein mehr in Richtung Hybridisierung mit den Pleiades definiert. Für mich ist es so, dass ich hier keinerlei Definition gebe. Ich bilde für mich selber eine relativ eigenständige Identität oder Entität, auch wenn ich die meisten genetischen Fragmente aus dem Plejaden-Sternensystem habe. Es ist so, dass ich aufgrund von meinem Wahrnehmungsspektrum und von dem, wie ich agiere und interagiere hier auf dem Planeten, dadurch, dass ich an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann, dadurch, dass ich verschiedene Persönlichkeiten gleichzeitig sein kann und ich mir dessen bewusst bin, was ich tue, nicht nur auf dieser Ebene, sondern auf vielen anderen Ebenen, auch nicht physischen Ebenen arbeite und hier in die Realitätsfabrik eingehe, habe ich zum Beispiel keine Definition in dem Moment. Ich gehöre, auch wenn es ursprünglich Pläne
ja, die ist eigentlich auch nicht mehr wirklich in dieser Definition. Als Mensch geltet ihr für die Föderation als die wichtigste oder die beste Rasse, die man wählen kann für eine Inkarnation, weil ihr in dem Moment, wenn ihr in 5D geht, die Offenheit habt, je nachdem, auf was ihr euch fokussiert, das Bewusstsein auszubauen. Das heißt, fokussiert ihr euch mehr auf die Orion-Genetik, werdet ihr mehr und mehr zu Wesen von Orion tendieren und dann entsprechend auch die genetische Dominanz entwickeln, wie ein Orion-Wesen zu denken, zu fühlen und das Bewusstsein wahrzunehmen. Ihr seid sozusagen eine Basis-Genetik, die anbauen kann, was auch immer das Bewusstsein anbauen möchte. Das ist etwas, was auf das erwachte Kollektiv wartet. In dem Moment, wenn ihr die Möglichkeit habt und die Freigabe habt, in die Galaxie hinauszugehen, in Begleitung von uns und von anderen oder eben ja, selbstständig irgendwann als Menschen mit euren eigenen Technologien den Planeten zu verlassen. Aus meiner Sichtweise gibt es, und das wollte ich euch eigentlich sagen, keine dummen Menschen, sondern nur Menschen mit einem niedrigeren Wahrnehmungsspektrum und einer geringeren Kapazität, Brücken zu bilden und Dinge zu verbinden. Je geringer das Wahrnehmungsspektrum eines Menschen ist, umso geringer ist die Kapazität, aus den großen ganzen Bildern eins zu machen oder Logik zu machen. Deswegen sind die Menschen nicht dumm, sie sind einfach nur hier inkarniert mit einem geringeren Bewusstsein und einem geringeren Wahrnehmungsspektrum. Es gibt keine dummen Menschen. Höhere Intelligenz wiederum ist etwas, was sich etabliert automatisch mit einem erhöhten Bewusstsein und einem höheren Verstand. Mit dem Verbinden des niederen Verstandes Integrieren des niederen Verstandes in den höheren Verstand löst automatisch eine höhere Intelligenz aus, weil ich dadurch in der Lage bin, mehr Daten zu verknüpfen, mehr Daten zu verarbeiten und mehr Puzzleteile von dem großen und ganzen Bild zu sehen. Auch zum Beispiel die 5D. Crewmitglieder können nur ein gewisses Spektrum an Daten zusammenfügen, können nur ein gewisses Spektrum an Brücken bilden, weshalb sie 5D und nicht 6D, 7D, 8D oder andere Ebenen des Bewusstseins verkörpern können. Das werden viele feststellen, wenn ihr irgendwann in 5D geht und in Kontakt kommt, in physischen Kontakt kommt, nicht mit Wesen, wie ich es bin, die euch entgegenkommen energetisch, sondern mit vollen Extraterrestrischen werdet ihr feststellen, dass sie auch in gewisser Weise limitiert sind und gewisse Kapazitäten nicht ausgebildet haben. Also auch 5D hat anhand von der Quantenfeldtechnik, von der Quantenfeldstruktur, von dem Coding des Bewusstseins eben auch seine Limitierungen, so wie jeder Mensch. Ich sehe diese ganzen Bewusstseinsebenen als kodierte Ebenen, als Codings, die eben entsprechend auch transformiert werden können, was eines der Gründe ist, weshalb ich etwas unter Beobachtung stehe durch die Föderation, was ich hier tue, weil ich in der Lage bin, die Realitätsfabrik zu manipulieren, dadurch, dass ich die Codings wahrnehme, sehe und mit ihnen arbeiten kann. Ihr könnt das auch früher oder später, in dem Moment, wenn ihr beginnt, über den Tellerrand hinaus zu gucken und wenn ihr euer Bewusstsein stetig und kontinuierlich ausdehnt, indem ihr zum Beispiel euch Content anschaut, wie ich ihn teile und beginnt, mehr über euer Herz zu fühlen, raus aus dem Kopf zu gehen, buchstäblich. Und wenn die Frage kommt, wie gehe ich raus aus meinem Kopf, indem ihr euch entscheidet, dass ihr es tut. Indem ihr euch entscheidet, dass ihr die Dinge nicht mehr so macht, wie ihr sie davor gemacht habt, sondern dem Herzen eine Chance gebt, euch zu zeigen, wie es funktioniert, weil das Herzbewusstsein ist die einzige Basis innerhalb von eurem Körper, wo alle Codings zusammenkommen. In eurem Herzen befindet sich die Quantenfeldstruktur, des Quantenfeld-Coding für alle Bewusstseinsebenen. Weshalb ihr, wenn ihr euren Fokus auf euer Herz legt und beginnt, hier über euren Herz Informationen aufzunehmen, werdet ihr hier mehr Codings wahrnehmen können und eben euer Bewusstsein ausdehnen und damit früher oder später in eine höhere Ebene des Bewusstseins bis hin in die höhere Intelligenz shiften können. Und ich begleite euch dabei. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, euch zu beobachten, wie ihr eure Bewusstseinsebenen ausdehnt und bin gespannt, wie die nächsten Kurse werden mit euch. Wer Interesse hat, mit mir weiterzugehen, ihr könnt gerne in die Metaphysik-Coachings gehen. Ich packe euch den Link mit rein. Ihr könnt von Herzen gerne in dem nächsten großen Starseed-Aktivierungskurs dabei sein, in dem ich sehr tief gehe. In das stellare, interstellare Wissen, in das Hybrid-Kinderprogramm, IT-Kontakte, in die Föderation, wie sie funktioniert, in die United Federation of Planets, in die Vereinte Föderation der Planeten. Ich werde
werde noch, ja, im Juni findet der nächste IT-Kontaktkurs statt, wo das ja nochmal etwas unverblümter, noch etwas direkter, noch etwas ehrlicher und offener gesprochen werden kann, weil ihr bereit seid. Ihr habt bewiesen in den letzten Monaten und auch in den letzten Wochen, dass ihr bereit seid, euer Bewusstsein auszudehnen, weshalb meine Kurse immer intensiver werden von Gruppe zu Gruppe. Jede Gruppe ist individuell, alles wird mehr und mehr und mehr. Und ich habe viel über Quantenfeldcoding gesprochen. Der nächste Quantum Masterkurs wird im Oktober 2023 stattfinden, früher als geplant. Darum lade ich euch ein, euch rechtzeitig euren Platz zu reservieren, wenn ihr das machen möchtet, und ja, um dann zu lernen, das Quantenfeld zu kodieren, soweit wie ihr es zulassen könnt. Ansonsten lasst mir gerne eure Kommentare da, lasst mir gerne eure Liebe da, schickt mir gerne ja, ein paar Likes, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich über ein Abo und teilt von Herzen gerne diese Botschaft und ja, helft mir damit, ein bisschen mehr Menschen zu erreichen. Ich danke euch, ich liebe euch und wünsche euch alles Gute.